Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Autopark Nahne, Ihr Peugeot-Partner in Osnabrück. Ständig riesige Auswahl an Neu-, Jung- und Gebrauchtwagen. Marc Heider, 1-1 in Halle, sicherlich ein bisschen glücklich, aber ihr seid nach wie vor ungeschlagen. Wie bewertest du dieses Unentschieden und dieses Spiel? Ja, wir wussten, was Halle die letzten drei Spiele geleistet hat, hat nicht zugelassen, bis gar nicht zugelassen. Ja, wie gesagt, war ein schweres Stück Arbeit. Ich denke trotzdem, dass wir uns in die Partie gekämpft haben, auch wenn nicht alles so funktioniert hat, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber im Großen und Ganzen nehmen wir einen Punkt mit und sind damit nicht unzufrieden. Was war am Ende? Freut man sich dann mehr über das 1-1 oder ärgert man sich über den Verlust der Tabellenspitze? Ja, der Verlust der Tabellenspitze, der spielt jetzt nicht die große Rolle gerade. Wäre schön, wenn wir sie gehalten hätten. Ist eine Momentaufnahme, aber wir sind immer noch ungeschlagen. Das ist, denke ich, das, was zählt, dass es in der Mannschaft stimmt, dass sich jeder für den anderen den Allerwertesten aufreißt. Und das ist gerade, was es ausmacht. Und da muss man auch mal mit einem Punkt in Halle leben können. Uni Tafferzhofe 1 in Halle, Sie wissen schon, wer Spitzenreiter ist, wer Sie verdrängt hat, ne? Wahrscheinlich Haching, oder? Ja, wir haben 3-0 gewonnen gegen Braunschweig. Ja, ich habe damit gerechnet, dass sie gewinnen. Aha. Ja. Warum fangen wir jetzt mal nicht mit dem VfL? Warum sind die so stark? Sind sie ja oft schon gewesen oder sind die auch schon zu ihrer Zeit oft gewesen in der ersten Serie? Aber in dieser Saison übertrifft es ja doch noch einiges. Ja, die machen eine gute Arbeit. Das ist eine eingespielte Truppe. Ja, es wird belohnt, denke ich. Und ihr werdet auch belohnt, heute mit einer Portion Glück. Denn das muss man wohl sagen, dass dies 1-1 am Ende auf das Messer Schneide stand, ne? Ja, insgesamt denke ich, müssen wir oder können wir auch mit dem Punkt ganz gut leben. Ja, vor der Halbzeit waren schon ein, zwei Torchancen für den Gegner. Hinten raus dann auch nochmal. Ja, nichtsdestotrotz gehen wir trotzdem in Führung. Ist auch Qualität. Leider haben wir die Führung zu kurz gehalten. Nur. Ja. Was wieder gepasst hat, war der läuferische und kämpferische Einsatz. Es war eine insgesamt sehr starke Abwehrleistung. Auch bei den Standards, die ja durch die Kombination von Bahn und Mai sehr gefährlich waren. Wie habt ihr euch darauf vorbereitet gehabt und seid ihr zufrieden damit, wie das eigentlich unterm Strich geklappt hat? Ja, wenn man hierher fährt in den Osten, dann weiß man ganz genau, es wird einem nichts geschenkt. Es ging los beim Aufwärmen mit nicht aufgepumpten Bällen, aber das ist einfach so. Ja, ich denke, vom Kämpferischen ein großes Kompliment an die Mannschaft. Da haben wir uns den Punkt auf jeden Fall verdient. Ja. Sie machen insgesamt einen sehr zufriedenen und guten Eindruck, haben noch keine Pflichtspielminute verpasst und haben auch jedes Mal so, denke ich, eine Leistung geboten, mit der Sie selbst auch zufrieden waren. Ist das richtig? Ja, im Großen und Ganzen war der Start für mich persönlich beim VfL gut. Klar, das Team funktioniert auch, sieht man, denke ich, auch auf dem Platz und an den Punkten. So fühle ich mich wohl in Osnabrück. Die Truppe ist gut drauf. Ja, die Stadt gefällt mir gut. Also von dem her kann man schon zufrieden sein. Wobei natürlich trotzdem viel Luft nach oben ist. Und es dauert noch so furchtbar lange bis zum Spiel gegen Unterhaching, ne? Das finde ich sogar ganz gut, muss ich sagen. Ist mir lieber, wie wenn wir gleich am Anfang gegen die alten Kollegen gespielt hätten. Ne? Moritz Trapp, 1-1 in Halle. Für uns waren Sie einer der Garanten für dieses Unentschieden, denn Sie waren fehlerlos in der Abwehr, haben viel rausgeholt. Hören Sie jetzt nicht so gerne, aber war so für uns auf der Tribüne. Unabhängig davon, am Ende war es verdammt glücklich, so sehr ihr euch auch dafür ins Zeug gelegt habt. Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, wenn man sich das ganze Spiel anguckt, die erste halbe Stunde ist relativ ausgeglichen gewesen. Halle vielleicht ein bisschen besser im Spiel gewesen. Aber dann die letzten 15 Minuten in der ersten Halbzeit, Halle deutlich überlegen, hatte zwei, drei eklige Situationen, wo der schnelle Außenmannspieler sich außen durchsetzt und den Ball reinbringt, Kirby gut hält, ich zur Ecke abfälsche. Da hatten wir schon ein bisschen Glück. Wir kommen dann eigentlich in der zweiten Halbzeit sehr gut ins Spiel, haben auch ein bisschen Spielkontrolle, machen dann wieder durch Alva wieder ein wunderschönes Tor, der Junge ist gut drauf. Machen wir dann ein glückliches 1-0. Ja, können es dann leider nicht lange halten, weil wir heute insgesamt nur über den Kampf gekommen sind. Wir haben wirklich alles investiert, die Einstellung hat wieder gestimmt, aber spielerisch war es wirklich zu wenig heute. Letztendlich sind wir glücklich mit dem 1-1, nehmen das mit und können jetzt zwei Wochen nochmal arbeiten, Akkus aufladen, dann greifen wir wieder an. Der Freistoß war korrekt, die gelbe Karte auch, das sagt der Spieler von Halle, der Fetsch sogar selbst. Hast du beim Freistoß, vor der Freistoßausführung gedacht, das wäre ja verrückt, wenn ich den jetzt auch noch versenke? Ich meine, es ist der vierte im fünften Spiel hintereinander.
Ja gut, die Jungs sagen schon immer, holt Freistöße raus, anders trifft der Alva nicht. Nein, Spaß beiseite. Also ich habe zurzeit einen Flow, einen Lauf. Und wenn man das erstmal drin hat, wenn man das Gefühl hat, wie man zum Ball stehen muss, wie man läuft, oder ja, dann läuft es einfach. Und dementsprechend bin ich einfach froh, dass es wieder geklappt hat. Und ja, ob aus dem Spiel heraus oder per Freistoß, eigentlich relativ. Hauptsache, das Tor hat uns was gebracht. Ich hatte den Eindruck, als wenn das in der ersten Halbzeit auf eine Privatfehde so ein bisschen zwischen dir und Manuel Gräfe, einem der bekanntesten deutschen Schiedsrichter, hinausläuft. Du hast relativ oft Foul gefordert. Manchmal sah es auch wirklich dann so aus. Wir wissen ja auch, dass du manchmal auch ein Foulspiel provozieren kannst. Aber Gräfe hat fast nie für dich gepfiffen. War das ein Grund für dich, sich zu ärgern? Ja gut, muss man relativ schnell abhaken dann, was mit meiner Mentalität oder mit meinem Temperament dann natürlich schwerfällt. Aber ich glaube, generell hat der Schiedsrichter sehr, sehr viel laufen lassen in beide Richtungen. Und ja, dann ist es halt nicht unbedingt für mein Spiel fordernd. Aber im richtigen Moment hat er dann gepfiffen und ja, im Endeffekt kann man sagen, großzügige Linie oder auf der anderen Seite zu wenig gepfiffen. Aber im Endeffekt beschäftigen wir uns nicht damit, weil ich denke, wir nehmen einen Punkt aus Halle mit, der uns sehr gut tut, gerade nach der kämpferischen Leistung, ob der verdient war oder nicht. Ist egal, genau. Sondern wir sind immerhin noch ungeschlagen, sind unter den ersten drei und das ist das, was zählt. Konstantin Engel ist hier bei uns an einem hart erkämpften 1:1 in Halle. Ja, bis zum Schluss zittern müssen. Das war das härteste Stück Abwehrarbeit, was ihr in dieser Saison, glaube ich, leisten musstet, oder? Ja, es war heute schon, denke ich mal, schon ein hartes Stück Arbeit. Wir mussten sehr viel hinten, sage ich mal, stabil stehen, sage ich mal, vorne sehr viel laufen, anlaufen. War natürlich sehr schwer für uns, aber irgendwie haben wir uns dann doch mit einem 1:0 belohnt, sage ich mal. Aber leider hat es dann nicht bis zum Ende gereicht. Trotzdem, unterm Strich hatten die Hallenser bis zum Schluss ja auch noch Möglichkeiten. Vielleicht ein bisschen glücklich. Muss man sich da ärgern? Nein, ne? Nein, ich glaube, mit einem Punkt kann man heute zufrieden sein. Klar, kommen die nochmal zu Torchancen, die spielen zu Hause, die Fans sind im Rücken, die merken, die wollen nochmal was versuchen und so, und das ist wie im Fußball ist normal, man kommt immer noch mal zu irgendwelchen Torchancen und so, ob über einen langen Einwurf oder einen Freistoß, das gehört, denke ich mal, dazu. Waschkim Rennecke hatte heute vielleicht die heikelste Aufgabe im 1:1 gegen den Manu, der ja schon angekündigt war als außergewöhnlicher Fußballer. Die erste halbe Stunde waren Sie eindeutig der Gewinner dieses Duell mit sehr vielen Balleroberungen gegen ihn und gut gewonnenen Zweikämpfen. Danach wurde es dann noch mal eine Ecke schwerer. Wie haben Sie das Duell empfunden und was halten Sie von dem Jungen? Ja, also ich hatte den in der letzten Saison schon so ein bisschen gesehen. Man konnte sehen, dass er viel Talent mitbringt und sehr wendiger Spieler ist. Sie haben gerade richtig gesagt, die erste halbe Stunde hatte ich ihn sehr gut im Griff. Dann war vielleicht die eine oder eine Situation, wo man vielleicht mal taktisch irgendwie vorrücken muss und dann übergeben muss. Ja, dann ist er natürlich blitzschnell auf dem Flügel und zweite Halbzeit hat er, glaube ich, dann die Seiten gewechselt. Da hat er gegen den Konstantin Engel gespielt. Der hat es aber auch ordentlich gegen ihn gemacht. Also es ist ein schwer zu bespielender Gegner, aber größtenteils haben wir es ja gut gelöst. Das Tor macht er dann, glaube ich, nach einer Standard oder so. Also kurze Kopfballabwehr und dann ein Schuss, der an 5 VfLern vorbeigeht. Trotzdem war es am Ende für den VfL sicherlich glücklich. Die Hallenser haben, glaube ich, bis zuletzt auch Chancen gehabt, ne? Ja, ich würde eher sagen, glücklich wäre es gewesen, wenn wir den Sieg hier mit 1:0 geholt hätten. So können wir mit dem Punkt zufrieden sein. Und wie Sie auch sagen, also man kann dann auch von Glück reden, dass wir das 1:2 dann nicht oder das 2:1 nicht gefressen haben. Ja. Glück oder nicht Glück, ihr nehmt den Punkt ja mit. Ja, genau. Und unsere Bilanz ist ja nicht so gut gewesen in den letzten Jahren. Hier.